Ja, hallo, ich begrüße euch in dem Standard Range Plus von dimmobilisten.de. Und ihr kriegt 20% Rabatt auf eure erste Buchung. Ja. Ja, dieses Auto, dieser blaue hier, der hat nämlich die neuere Software tatsächlich schon drauf, nämlich die 10.2 2090 4057. Und deshalb fahren wir jetzt hier auch mal noch eine Strecke mit dem Autopiloten, falls er gehen würde. Ja, da ist er. Auf meiner Todesstrecke. Ja, das ist natürlich langweilig, ich weiß. Das haben wir ja schon tausendmal gemacht. Deshalb machen wir das heute mal anders, indem wir nämlich selber fahren. Was macht der jetzt? Das weiß ich auch nicht. Manchmal müssen. Ja, das ist halt kein Performance-Modell, da bist du halt überholt, ne? Ist halt so. Ist schon lustig. Nee, ich drehe auch hier mal kurz auf 100 runter. Da vorne ist ja das Stück, hier ist eigentlich 70. Oh, 70, ja, er macht auf 70. Und dann ist hier das Problem, dass ich da normalerweise immer einen Ausweicher habe. Ja, Phantombremsung ein bisschen, er will immer auf die Rabatte fahren. Ist weiterhin so drin. So, jetzt müsste ich auch tatsächlich mal zu irgendwas navigieren. Ochsenwang. Wir fahren mal nach Ochsenwang da hoch. Ja, 100 so. Dass ihr auch seht, ja, das Auto fährt auch tatsächlich. Da, oh, was ist denn hier für ein Dreck auf der Straße? Ja. Und ihr seht so ein bisschen hier auch die Strecke, wo er eigentlich fährt. So, was machen wir jetzt? Ich muss natürlich erstmal um die Kurve darum, sonst hat das eh keinen Sinn. Ich werde jetzt nämlich das Auto in der Hinsicht beeinflussen, dass ich es nur lenken lasse und nicht die Geschwindigkeit, weil das kann er ja scheinbar nicht. Er fährt ja immer viel zu schnell in die Kurven oder sowas, sodass er ja sich selber sozusagen rauskickt. Na, das ist ja das Problem mit diesen Querkräften, die da eingeschränkt werden, gar nicht der Lenkwinkel in dem Sinne. Er soll nämlich nicht zu schnell in die Kurve fahren, in der Richtlinie. Und das checke ich jetzt mal, indem ich nämlich jetzt hier, muss kurz warten, bis alles wieder da ist, den Tempomaten komplett auf Null drehe. Jo, das geht. Na, ich muss eine Weile drehen, bis ich den auf Null habe. So, jetzt ist der auf Null. Ja, weg hier. Und jetzt gebe ich selber Strom. Also ich mache jetzt die Geschwindigkeit, das Auto lenkt. Und jetzt schauen wir mal, wie die Sache aussieht. Natürlich macht er mir ein dickes Zeichen, wenn ich zu schnell fahre. Soll ich ja auch nicht. Muss ich aber jetzt selber drauf achten. So, Auto lenkt. Ich habe auch eine Navigation an, sodass das Auto wissen muss, wo hier die Straße ist. Ja, und ich kann aber jetzt hier, wenn ich das selber sehe, okay, da ist eine scharfe Kurve, kann ich also durch Weggehen von dem Strompedal bremsen. Und ich habe auch hier ja voll auf Halten-Modus, also schärfste Rekuperation überhaupt, sodass das vermutlich auch ordentlich funktionieren sollte. So, wir sind immer noch im 70er hier. Yes. Also fahren wir 70. Haben ein bisschen Feierabendverkehr hier um mich rum. Ich hoffe nicht, dass wir da was bedrängen. Aber das scheint wahrscheinlich jetzt so ein Modus zu sein, wo man mal zeigen kann, was der Lenkassistent eigentlich kann. In vielen anderen Autos kannst du ja der Lenkassistent einzeln einschalten. Ne? Da muss man mal gucken, was jetzt hier los ist. Also, ihr seht jetzt hier, ups, ich muss das hier mal wegschalten. So, ich könnte jetzt hier ein bisschen mehr schneller fahren, erwarte ich ja auch immer. Vor der Kurve sollte das Auto natürlich dann nicht so schnell fahren. Also, ich guck mal, was er hier so lenkt. Also, ich gebe Gas, Gas, ich gebe Strom, ich gebe Geschwindigkeit und das Auto lenkt. Jetzt habe ich hier nicht richtig in der Hand. Ihr seht also daran auch schon, wenn ein blaues Ding kommt, dass ich das Auto, den Lenkrad nicht richtig in der Hand habe. Ne? Also daran seht ihr auch, dass ich das jetzt hier richtig mache. Mal die Anzeige wegschalten für euch. So. Gut. Boah, ich könnte hier schneller hochfahren. Ich will ihm ja die Chance geben, dass er hier auch durchlenkt. Also mache ich das nicht. Hinter mir staut sich schon. Ne? Ja, ihr seht ja Gott sei Dank nicht den Rückspiegel. Also nicht, was im Rückspiegel ist. Ihr seht den Rückspiegel, glaube ich, schon. Ja, aber seht mal hier, wie der jetzt hier hochfährt. Ey, wenn ich die Geschwindigkeit vorgebe, kann der richtig gut lenken. Hier oben ist ja dann ein bisschen wenig Spurerkennung. Da muss man ein bisschen langsamer fahren. Und schon geht das. Ist ja cool, oh. Hey, also, das Problem bei dem
kann jetzt schon sagen, bei dem Autopiloten, dem Advanced Autopiloten, nee, dem normalen Spurhalteassistent, ja, dem Lenkassistenten von Tesla ist scheinbar die Geschwindigkeit. Ja, weil sobald ich hier nämlich selber die Geschwindigkeit vorgebe, lenkt der eindeutig gut. Oh oh, Tesla. Deshalb sage ich auch zu Tesla, guck dir die Navi-Daten an. Ich mache jetzt nichts hier, mal schauen, wie er da rumkommt. Nee, das hat er jetzt nicht. Da hat er es jetzt verrissen. Schade. Ich versuche ihn wieder zu aktivieren. Oh, er macht sogar. Ah, genau. Machen wir es doch so. Ja, machen wir es doch so, genau. Also, ja, was ist denn heute los hier? Ich muss den natürlich auch überholen. Also, ich muss mal jetzt gucken hier oben. Vorne kommt ein gerades Stück. Da kann man gut überholen. Hier jetzt eigentlich nicht. Ja, aber wir haben ja voll gefilmt hier. Ich kann auch da eigentlich mal safen. Ne? Da habe ich sogar als Beweis. Ja. Jetzt traut er sich natürlich nicht in der Kurve hier. Aber ihr seht jetzt, das Auto fährt das hier. Ne? Also jetzt rege ich mich über die anderen Autofahrer auf und gucke gar nicht, wie gut der Lenkassistent funktioniert. Jetzt kommt gleich das lange Stück, wo man überholen kann eigentlich. Da nämlich. Ja, also das funktioniert wunderbar. Wobei, ich soll es eigentlich gar nicht machen, weil da vorne dann ja das Stück kommt, diese enge Haarnadelkurve. Na, ich muss hier doch mal den überholen. So, jetzt sind wir hinter dem. Okay, also System wieder an und runterdrehen. Ah, jetzt muss ich natürlich wieder ewig runterdrehen, weil ich jetzt hier... das ist doof. Okay, keine Presets. Gut. Und ich lasse ihn hier selber fahren. Haarnadelkurve. Kann er die Haarnadelkurve? Nein, die kann er natürlich nicht. Ich versuche es trotzdem. Da kommt sie. Ihr seht sie da schon. Ey, sowas ist vermutlich also wirklich noch in ferner Zukunft. Ja, er versucht irgendwas, aber das wird nichts. Ich drehe hier selber durch. Nee, drum. Ja. Und da oben bin ich dann am Ziel, da mache ich einen kurzen Zwischenstopp, weil ich nämlich dann das nächste Ziel eingeben muss, damit ihr so ein bisschen die Spur seht. Ja, jetzt will er mich nicht aktivieren lassen. Okay, ja, hier vorne halten wir mal an und machen auch vor allem mal die Scheibe wieder sauber. Gut. Ich werde auch ein bisschen bedrängt, aber so, lassen wir die mal vorbei. So. Wir stehen jetzt hier und wo machen wir als nächstes hin? Eigentlich runter nach Neidlingen, ne? Neidlingen. So, check mal kurz die Strecke. Yes. Seht ihr das? Das ist unsere schöne Strecke, die wir da immer fahren wollen. Ja, das stimmt. Da kommt da wieder der LKW schnell weg. So, da vor uns der LKW hier bedrängt. Wieso soll ich denn da fahren? Ah, der fährt da nach Ochsenwang runter. Ist doch nicht die richtige Spur. Nee, die will ich natürlich nicht. Die ist nochmal eins schwieriger. Also, wir versuchen jetzt das System hier zu aktivieren. Geht aber nicht. Doch, ich kann ja immerhin schon mal hier runterdrehen, bevor er mir hier... So, jetzt alles eingeschaltet und ich habe die Geschwindigkeitskontrolle wieder und Auto lenkt. Genau. Was hat denn der hier für eine... Der fährt nach Ochsenwang runter. Das mache ich nicht. Ich fahre da vorne weiter. Aber immerhin, im Moment schwimmt die Spur. Ja, also man hat immer ein bisschen Angst, weil der Lenkassistent im Moment ziemlich weit links fährt. Ja, meine, diese Strecke hat er auch selber gut gekonnt. Jetzt durch meine Geschwindigkeitskontrolle kann er sie natürlich noch viel besser. Ich fahre viel zu schnell, Leute. Ja, also, da sind wir mal gespannt, wie wir hier durch die Todesstrecke kommen. Auf dem Treffen da, letzten Schrägtreffen, hieß es schon, boah, man müsste mal Wetten abgeben, wann ein Tesla die Todesstrecke kann. Komplett. Ja, das wird er nie können, weil da viel zu viele Sachen drin sind, die gar nicht gehen. Aber wir sollten die Strecke jetzt mal so ein bisschen vielleicht analysieren und mal in so Cluster einteilen und sagen, das hat die Schwierigkeit, das hat die Schwierigkeit. Und das ist heute mal der erste Ansatz hier, der erste Teil, dass ich mal gucke, ob der Lenkassistent eigentlich in Ordnung ist und wo das Problem dran liegt. Und ich kann euch jetzt schon so sagen, tatsächlich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, es liegt tatsächlich an der Geschwindigkeit, mit der das Auto fährt. Wenn er moderater fährt, kann er auch durch die Kurve lenken. Das sehe ich jetzt hier eindeutig. Ey, das sieht echt cool aus. Also, weil das ist das Interessante, dass man ja bei diesen
Leaf, e-Niro und glaube den Kona und diesen ganzen Autos, kann man ja den Spurhalteassistent einschalten und weiterhin selber Gas geben, Strom geben. Ne? Und das geht ja beim Tesla normalerweise nicht. Nur mit diesem Trick, dass ich den jetzt hier auf 0 drehe und dann übersteuere. Kann ihn auch auf 10 drehen natürlich oder auf irgendwas. Übersteuern geht ja eigentlich immer. Aber ich habe jetzt hier die volle Kontrolle und kann damit auch sozusagen, hier merkt ihr es jetzt, anhalten. Ne? Machen wir gleich mal hier. Ja, das geht. Geht. Ich will jetzt bloß nach rechts. Das ist das Problem. Und das Auto will geradeaus. Also hier merkt man, das kann er gar nicht. Jetzt müssen wir mal warten, bis er hier die Spur wieder hat. So, jetzt ist es die richtige Spur und fährt er auch wieder. Also da vorne, er hat keinerlei, er nimmt die Infos von dem Navi hier überhaupt nicht. Also das muss ich mal ganz deutlich sagen, weil das hätte er sonst an dem, da vorne hätte er dann nach rechts lenken müssen. Das tut er nicht. Ja. Also Ausfahrten kann er ja inzwischen, das Navigator und Autopilot, das habe ich ja jetzt hier nicht drin, das kann Ausfahrten. Ja. Aber es kann keine Abzweiger, keine Kreisel, sowas kann er einfach nicht. Also, oder T-Stücke sage ich ja immer dazu. So, wir fahren jetzt hier etwas moderater durch diese Kurve. Die kann man schneller fahren. Ich gebe das Auto jetzt immer eine Chance. Und wie ihr seht ja immer bei meinen Tests, passiert es ja leider, dass da immer einer mir entgegenkommt. Und manchmal so Lieferwagen auch eher in der Mitte fahren als auf ihrer Spur. Ah, das ist noch auch so ein Kritikpunkt hier, dass er zu weit links fährt. Jetzt sollte er eigentlich ein bisschen mehr links fahren, weil rechts ist der Abgrund. Ja, daher auch. Daher fährt er ja links, weil links nochmal die Gegenfahrbahn ist. Na, lieber auf der Gegenfahrbahn fahren als der Abgrund runter. Ist ja richtig. Oder an Leitplanke. So, das ist das Stück, was er selber ja immer sehr gut fährt, aber ich doch dann mit sehr viel Respekt ihn fahren lasse und immer eingriffsbereit bin. Und hier, wenn ich jetzt ein bisschen moderater runterfahre, ist das Lenken noch besser. Ja, er sagt ja nicht mal jetzt, dass er es nicht kann. Also jetzt kommen gar keine Fehlermeldungen. Doch hier, Lenkassistent eingeschränkt, jetzt kommt es zum ersten Mal. Wir haben auch gerade ein bisschen komische Beleuchtung, machen wir mal weg, aber er fährt. Hinter mir ist niemand oder niemand, der mich bedrängt, sagen wir mal so. Also sauber durchgefahren jetzt hier, ne? Ja, wieder der ruppige Gegenverkehr. So, da vorne müssen wir kurz abbiegen und dann kommt ja der Teil der Spur, der echt gefährlich ist. Ja, sag mal, selbst der Lieferwagen will mich jetzt überholen. Was ist denn los heute? Also hier müssen wir mal ein bisschen abbremsen und dann da rumfahren. So. Jo, jetzt habe ich leider wieder Maximum an... das Runterdrehen ist das Schlimmste bei dieser Methodik. Ja, ich brauche so ein Preset, sage ich immer. Na komm, sonst verpassen wir hier die schönsten Teile. So, aktivieren, okay. Ja. Scheibe noch sauber machen, damit ja keine Beschränkung hier ist. So, blub. Das ist auch weg, so. Und, Lenk, Junge. Ah, Lenkassistent, da ist ja immer die Stelle, wo er mir in Gegenverkehr fährt normalerweise. Ja, gut, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren. Also jetzt kommen wir echt auf den Teil der Todesstrecke, der ja sehr, sehr schwierig ist, weil er sehr viele so Serpentinen hat. Und da habe ich immer gemerkt, wenn ich ihn da nicht so mit der Geschwindigkeit runternehme, fährt er das gar nicht. Und hier vorne sind auch so ein paar Stellen. Also hier hat er ja immer, fährt er jetzt immer volle Pulle mit 100. Und da muss ich ihn oft auch in der Kurve ja komplett rausnehmen. Also Linkskurven sind eh gefährlich, weil, wie gesagt, rechts ja der Abgrund ist. Wenn ich jetzt ein bisschen langsamer da rumfahre, gar kein Problem. Hey, das ist echt interessant. Ja. Genau. Ja. Mein nicht veröffentlichtes Audi-Video, da habe ich das auch gezeigt, dass der Lenkassistent vom Audio eigentlich ganz gut ist. Nee, warte mal, ich habe gelenkt und der hat die Geschwindigkeit gemacht. Da war es genau andersrum. Richtig. Also die Kombination Tesla-Lenkassistent plus Audi-Geschwindigkeitsassistent ist vielleicht die Lösung. Ja. Aber der hatte ja dummerweise nicht den richtigen Lenkassistenten. Okay, wieso kommt mir da wieder einer entgegen? Okay, ja, wir fahren etwas moderater hier und es funktioniert gut, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Ja, ich bin jetzt bei über 80% selbst gefahren, ne? Also, wenn ich das Auto lenken lasse, selbst gelenkt. Ja, man hat immer so das Gefühl, dass er echt ganz spät anfängt zu lenken. Deshalb muss man auch mit der Geschwindigkeit ziemlich runtergehen. Ja, also ich fahre jetzt wirklich so, dass ich das dem Auto zutraue. Hier ist ja kein Problem. Hinter mir kommt niemand, vor mir fährt niemand. Da ist nochmal das Stück, wo er gerne
an die Bäume fahren will, die muss man echt runterbremsen und dann sauber rumlenken. Die Spur ist doch sauber zu erkennen. Ja, eigentlich schon. Wenn man hier langsam fährt, geht das auch. Ja. Deshalb, ich bin für Tempo 130 auf der Autobahn, damit die automatisch fahrenden Roboterautos überhaupt eine Chance haben. Ja, eindeutig. Das hier ist ja jedem überlassen, wie schnell man da fährt. Und wenn jetzt da einer kamikaze-mäßig an einem vorbeifahren muss, dann muss er das halt. Ja. Ja, funktioniert gut hier. Dieser Teil ist auch eigentlich unkritisch. Der kritische kommt da hinten wieder. Aber auch gerade wegen dem da hinten habe ich es extra jetzt mal für euch eingeschaltet. War nämlich beim letzten Mal, wo ich hier gefahren bin, wieder der Kritikpunkt. Ja, wenn du kein Navi einschaltest, kann er ja auch nicht wissen, wo er hin will. Ja, und jetzt kommt natürlich der Kritikpunkt, das Auto hat kein Navigator und Autopilot, also weiß es auch nicht, wo es hin will. Ja, nee, es ist nicht so, Leute, der macht damit nichts. Also auf Nebenstrecken, außerhalb Autobahn, macht er damit der Information gar nichts. Er guckt hier rein jetzt visuell, wo ist die Spur. Das zeigt er uns hier durch die blauen Linien da an. Ja, und die sind volle Pulle da, also gehe ich davon aus, er erkennt das hier. Ist nicht die ganz idealen Superbedingungen, aber schon, sagen wir mal, sehr gut, weil das Licht ist gerade gut. Kein Gegenlicht, zwar nicht super Tageslicht, aber noch so, dass man echt sagen müsste, ja, geht. Und macht er auch hier einwandfrei eigentlich. Also jedes Lenkmanöver ist jetzt hier in Ordnung, aber mit angepasster Geschwindigkeit. War also eine super Idee. Danke nochmal für den Hinweis, das mal so auszuprobieren, um zu zeigen, was denn das Tesla-System tatsächlich kann. Und ich wiederhole mich jetzt hier. Für die, die vorgespult haben, das Problem vom Tesla Autopiloten ist die Geschwindigkeit. Er passt die Geschwindigkeit nicht an. Er fährt zu schnell. Und dann kommt er in diese Regulierung rein, dass er entweder für den Fahrer zu schnell fährt, dass der also selber das Lenkrad rausreißt, oder für die Regulierung zu schnell fährt, zu große Seitenkräfte verursacht und dadurch dann auch rausgeht. Na, also wenn er die Geschwindigkeit, vor allem wenn man die Geschwindigkeit vor dem Kurven runternimmt, das lernt man ja in jeder Fahrschule, ist das eigentlich überhaupt kein Problem, dann kann er das. So, da vorne kommt nochmal eine etwas engere Kurve hier. Da gehe ich jetzt auch mal ein bisschen gleich vom Geschwindigkeit runter. Ja, ist ja eigentlich gut zu erkennen, ne? Kann er dann auch. Ja, er wackelt ein bisschen, aber es geht. Also auch, ich habe ja das Lenkrad in der Hand auf der anderen Seite. Ich merke da deutlich, dass er eigentlich sehr smooth fährt. Also er ruckelt nicht so oder sowas. Ne? Das macht er nicht. Er fährt eigentlich eher so fuzzy-mäßig. Ja, früher hat man mal gesagt, wir müssen fuzzy programmieren, damit es nicht so an-aus binär läuft. So, jetzt kommt wieder so ein schönes T-Stück hier. Wenn man Karten lesen könnte, würde man hier jetzt abbremsen. Nee, pass mal auf, was er macht jetzt hier auch. Ich bremse jetzt nämlich. Das Auto hält irgendwie nur die Spur. Ja, macht aber sonst eigentlich nichts hier. Also weiß nicht wohin. Er gibt uns hier ein Vollauto, Vollstopp, ne? Das darf man wohl scheinbar nicht, der Lenkassistenten vollstoppen. Gut. Wir blinken nach da. Da hat er gerade auch sogar mal komplett die Warnblinkanlage angehabt oder sowas, ne? Ist ja lustig. So, wir müssen ihn jetzt wieder hier aktivieren. Also erstmal wieder runterdrehen. Wieso mache ich das eigentlich immer in der 100er Zone? Ist doch komisch. Zack, 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 zack. So. Null. Lenkrad an. Lenkassistent an. Geschwindigkeit vom Fahrer. Ja. Diese Kurve hat er noch nie alleine gefahren. Genau. Und weg mit dem komischen Ding da. Ja, jetzt kommt der schwierigste Teilstück hier meiner Todesstrecke. Den Berg runter nach Neidlingen. Und da versuche ich ihn ja normalerweise, wenn er selber die Geschwindigkeit bestimmen darf, drehe ich ihn ja schon arg runter. Und jetzt fahre ich ja von Hand und lasse ihn bloß lenken. Und siehe da, funzt gut. Hinter mir ist niemand. Vor mir sehe ich gerade nicht. Jetzt ist hier keine Spur. Kriegt sie wieder. Gut. Ja, also das Stück kann er normalerweise komplett selber nicht. Ab hier kann ich ihn mal normal immer erst wieder aktivieren. Also ich sehe jetzt kaum eine Spur. Das Auto sagt, ich sehe sie. Ja, ist interessant, dass er doch ganz schön was adaptiert inzwischen. Ich denke auch, dass er Leitplanken inzwischen erkennt, dass er hier auch die Unterschiede zwischen dem Laub und der Straße gut erkennt. Ja, also wie Bordsteine und sowas, also das hat er auch. Und er weiß auch, dass wir Rechtsfahrgebot haben. Deshalb fährt er normalerweise auch rechts und nicht in der Straßenmitte.
außer wir haben solche seltsamen Abgrenzungen wie für Radwege oder sowas, kommt später ja noch. Wir gucken jetzt aber das hier nochmal intensiv an. Ich fahre relativ langsam, seht ihr, um das hier auch im Griff zu behalten. Bisschen weit rechts. Ja, da muss ich ihn jetzt tatsächlich das erste Mal rausnehmen und hoffe, dass er wieder ein Signal bringt hier. Ja, da ist er wieder. Also nicht ganz runter geschafft. Nicht bis zur Kehre gekommen. Weg mit dir. Ja, also da müsste ich wirklich mal mit einem weißen Pinsel nochmal ein paar Striche auf die Straße malen. Diese Schlaglöcher sind ja auch schlimm, hey. Ich erwarte auch, dass sie demnächst das wahrscheinlich hier wieder komplett sperren und nochmal neu machen. Also hier die Straßen, die gehen echt immer kaputt. Da drüben, wo wir vorhin hochgefahren sind, die wurde auch mal vor ein paar Jahren komplett neu gemacht. Aber hier die Seite, die ist echt schlimm. Ja, ja, da müsste ich mir eine neue Strecke suchen, wenn die hier gesperrt ist. Ja, die, die ja vorhin fahren wollte, da runter nach Hepsisau, ich glaube, die könnte man auch nehmen. Die ist noch gefährlicher, die ist enger. Ja, aber die müsste ich auch mal checken jetzt, weil das kann er jetzt ja echt gut. Wenn ich selber fahre, lenken kann er sie. Leute, das Lenken ist nicht das Problem. Also nicht auf einer Streckenführung. Wahrscheinlich mit parkenden Autos schon. Umparkende Autos drumherum fahren, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Eine kurvenreiche Strecke lenken kann er. Er gibt zu viel Geschwindigkeit. So, jetzt kommt wieder ein Stück, wo die Markierung fast weg ist. Lenkt er sauber rein. Ja. Also echt cool. Ist ja fast Nvidia-mäßig, fast Mobileye-mäßig hier. Ja. Ja, da kommt natürlich das zustande jetzt hier, dass das eigentlich das Auto ein Sportwagen ist und Sportwagen fahren halt nicht langsam, die fahren halt schnell. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Elon Musk auch so eine Vorgabe gemacht hat, mein Autopilot fährt nicht langsam. Obwohl er ihn ja auf 150 km/h begrenzt hat. Ne? Das ist bei Audi, Mercedes sind die höher teilweise. Also teilweise 180 oder sogar 200. So, jetzt kommt die Kehre, die Todeskehre. Und hoffentlich keiner mir entgegen. Natürlich kommt mir jemand entgegen, den lasse ich noch vorbei. Ja, leider ist die Spurmarkierung in der Kurve weg. Dass das Auto eigentlich gar keine Chance hat, da irgendwas zu lenken. Nee, ging auch nicht jetzt. Jetzt hat er auch die Spur verloren. Also das ist... Da muss ich echt einen Strich auf der Straße malen. Okay, aber sonst bis hierher war super. Ne? Jetzt muss ich ein bisschen warten, dass er die Spur wieder erkennt. Da hat er sie. Ah, ist cool, dass wenn ich da noch weiterfahre, dass er auch die Null noch drin hat. Ja. Ich sitze übrigens an dem kleinen Lenkrad hier, da dreht er auch mit. Schon lustig, ne? Boah, ich bin begeistert, Leute. Zum ersten Mal sieht man auf der Todesstrecke, was der Tesla Autopilot tatsächlich kann. Ist ja Wahnsinn. Jetzt kommt das Stück wieder, wo er normaler keine Schwierigkeiten hat. Ich fahre jetzt hier nur mal betont langsam, weil es ist 100 freigegeben, aber das sollte man nicht mit 100 runter rasen. Dann ist man Rallye-Fahrer. Es gibt auch mal eine, ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht, wo ich selber die Strecke fahre und so schnell fahre, wie ich es mir zutraue. Wobei man natürlich ständig hier auf die Schilder gucken muss, weil ja da ständig wechselnde Geschwindigkeitsschilder sind. Da müsste ich eigentlich mal das Sound, den Ton einschalten, dass er mich dann gleich warnt, hey, du fährst zu schnell. Weil da kann man nicht ständig da immer hingucken oder hat man da nicht so im Blick. Genau, jetzt kommt hier das Ortsschild. Da sollte man 50 fahren, das mache ich dann auch mal. Und da unten verliert sich es dann normalerweise. Meistens steht da jemand, sodass das Auto anhält. Mal schauen, wie es heute aussieht. Ja, derjenige steht hier heute nicht. Gut, dann kann ich ihn noch weiter fahren lassen. Weil ich habe sowas beobachtet, ihr könnt es jetzt gleich sehen, gleich hört nämlich eigentlich die Spur auf, hier nämlich. Das Auto fährt aber trotzdem weiter. Ja, also wenn er in dem Modus ist, fährt er dann ziemlich lang noch weiter. Jetzt kommt der leider, der parkt. Das ist schlecht. Ja, jetzt muss ich ihn rausnehmen hier und mal um den rumfahren. Und dann kriege ich es normalerweise nicht mehr aktiviert, weil hier einfach keine Spur ist. Doch, oh, Glück gehabt. Kriege ich ihn nochmal aktiviert. Und jetzt fährt er doch ein bisschen Mitte immer und dann regelt er sich immer wieder zurück. Also ich habe das Gefühl, er weiß, dass er rechts fahren muss. Und hier ist ja irgendwie so ein bisschen, ist keine richtige Spur da. Es ist eher so ein, durchs Asphaltieren bloß so eine Linie. Und die reicht ihm scheinbar aus hier, dass er mir da doch eine 2 blaue bringt.
So, jetzt die, das hier ist ganz schwierig. Ich habe auch keine Vorfahrt und da ist ein Randstreifen, da wollte ich ja nicht ranfahren. Ja, hat er geschafft. Ey, Leute, das ist ja cool, ne? Hinter mir ist wieder so ein Vorwitziger, obwohl wir 30 sind. Ich fahre fast an den Randstreifen, muss ich rausnehmen. Und hier ist jetzt, also da sieht man keine Spur mehr und deshalb kriege ich auch kein Lenkrad mehr. Ja, und außerdem ist meine Navigation hier zu Ende. Fahre nach Hause. Ja, kann er, okay. Muss ich nicht rumtippen. So, jetzt bring mir mal ein Lenkrad, Junge. Ah, jetzt ist natürlich schade, jetzt kriege ich hier kein Lenkrad mehr. Also, Lenkassistent leider nicht verfügbar jetzt hier. Zu wenig Spur. Ja, da muss man also gucken, ob man, wenn man vorher die Spur hat, ob er das dann noch fahren kann. Da war jetzt leider zu viel, zu kurvenreich, als dass er das konnte. Jetzt müsste er eigentlich gleich wieder schalten. Da kommt die Spur wieder. Yes. So. Wir sind noch innerorts. Da halt dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin ich selber, ne? So, hier ist 100. Kann man auch rausbeschleunigen. Ja, ist eigentlich ein Standard Range Plus. Das hat nicht so eine hohe Beschleunigung. Aber man merkt kaum einen Unterschied. Also, so gefühlt. Es ist immer noch sehr, sehr schnell, was hier für ein Tesla. Es hat doch ein Tesla, ne? So, ja, hier habe ich eigentlich alles einwandfrei. Da kann man auch die 100 mal fahren. Boah, ich fahre schon zu schnell. Bisschen vor der Kurve anbremsen, aber eigentlich kann man die mit 100 nehmen. Ja, da vorne ist ein Abzweiger und ich weiß, dass da vorne ein 70er-Schild ist. Und deshalb bremse ich hier mal, gehe auch komplett runter. Ah, ich schaff's ja kaum. So, 70 am Schild, so ist Vorschrift, sehr gut. Und er hat es sauber gelenkt. Also, wer erwarte ich das, Leute? Na, ich trainiere den jetzt so. Da ist wieder freigegeben. Na ja, weg damit. Ah, Schild, ja, 100. Kann ich wieder raus beschleunigen. Super. Funktioniert. Auto lenkt weiterhin weiter selber. So, jetzt merkt man natürlich, ups, aha, das könnte ja auch eine Variante sein, wie man den Lenkassistenten, den Autopiloten benutzen kann beim Tesla, indem man halt selber die Geschwindigkeit bestimmt, wie jetzt zum Beispiel. Jetzt gehe ich wieder vom Strompedal und schon kann er die Kurve natürlich auch sauber fahren. Und wie immer sind die Testfahrer, haben genau getimt, dass sie in der Kurve mir entgegenkommen. Also in Linkskurven kommen sie mir nie entgegen. Die Meldung sollte man mal hier irgendwie wegkriegen. Ja. Irgendwie eine 80er, 100er. Die Geschwindigkeiten stimmen hier nicht. Ja, das ist leider schade, dass er die, wenn er die Schilder schon nicht liest, wenigstens die Daten sollte er ja online sich vom Google holen. Das macht er aber nicht, die hat er runtergeladen. So, jetzt fahre ich mal hier langsam, damit er um diese Rabatte rumkommt, um diese Verkehrsinsel. So, und jetzt kriegt er ein Problem und leider habe ich auch Gegenverkehr. Deshalb muss ich das jetzt hier mal ein bisschen abkürzen. Aber kann ich mal kurz hier aktivieren. Und ihr seht dann, jetzt hält er sich natürlich neben der Spur, also neben dem Fahrradspur. Ja, hier ist auch breit genug, okay. Mal gucken, was er jetzt hier macht. Ich lasse mal langsam fahren. Also früher hat er ja immer auch so die Straßenmitte gesucht. Ja, das macht er immer noch so ein bisschen. Also er ist sich unschlüssig, wo das hier ist. Das ist zu schmal für ihn. Also da hat er jetzt echt ein Problem und fährt Straßenmitte. Da muss ich ihn rausnehmen. Hier ist die Spur wieder da. Kann ich ihn wieder aktivieren. Ja, also da merkt ihr, wenn diese Doppelnutzungsspuren da sind, das kann er nicht. Das ist natürlich total advanced. Ja. Hier jetzt haben wir wieder so eine Situation, eigentlich keine Markierung in der Mitte. Er hält sich aber trotzdem und er behauptet auch, hätte eine Spur. Hier habe ich keine Vorfahrt. Ich fahre mal ein bisschen schneller. Na, jetzt muss ich ihn rausnehmen. Ist zu gefährlich. Oh, aber trotz allem, Leute, weil hier ist normalerweise immer Ende von der Demo. Hier kriege ich ihn aktiviert. Nein, ich kriege ihn nicht aktiviert. Ich will hier rumfahren. Ja, hier ist auf jeden Fall Ende der Vorführung. Ich fahre weiterhin. Das ist ein komischer Modus. Ich habe den Assistenten an, den ACC an und ist er hier auf Null. Also das bringt natürlich nichts. Ja, also ihr habt heute die Tricks kennengelernt. Wie kriege ich das hin? Und ausschalten.
Und der Lenkassistent ist der bessere Autopilot, eindeutig. Ja, ist ja cool. Autopilot, Todesstrecke. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da so gut durchkommen. Das sollte man öfters nochmal testen. Oh, was ist jetzt los? Es ist dunkel und deshalb schaltet er mir hier alles auf Nachtdesign. Okay, das wird dicke Brummer. Ja, und ich biege jetzt hier ein und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, heute habe ich also wirklich. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg.